Mein Name ist Gerd Keil. Ich lehre Philosophie an der Berliner Humboldt-Universität, in deren ältestem Hörsaal wir gerade sitzen. Außerdem habe ich Anfang 2019 die Präsidentschaft der Gesellschaft für analytische Philosophie übernommen, der GAP. Das ist eine der beiden Fachgesellschaften unseres Faches. Mein Amtsvorgänger Thomas Grundmann hat auf dem YouTube-Kanal der GAP schon einiges gesagt über die Geschichte der analytischen Philosophie, über die Gründung der GAP vor bald 30 Jahren und auch über neuere Forschungstrends in der analytischen Philosophie. Das steht alles noch online und ist abrufbar. Ich denke, diese Dinge müssen wir heute nicht wiederholen. Ja, die Selbstwahrnehmung und die Außenwahrnehmung unseres Faches scheinen gegenwärtig stark auseinanderzugehen und vielleicht für die analytische Philosophie besonders stark. Aus der akademischen Perspektive geht es uns sehr gut. Wir sehen blühende Forschungslandschaften mit großen Zentren in München, in Berlin, auch in Nordrhein-Westfalen. Wir sehen eine zunehmende Internationalisierung des Faches. Wir haben viele hochinteressante Konferenzen. Wir haben einen bestens ausgebildeten Nachwuchs. Wenn man die Außenperspektive dazu nimmt, dann trübt sich das Bild etwas ein. Wenigstens das Bild, das uns manchmal aus den Medien entgegengespiegelt wird, das ist wenig schmeichelhaft. Da ist davon die Rede, dass die Philosophie vor allem mit sich selbst beschäftigt ist, sehr kleinteilig arbeitet, ohne Blick für das große Ganze und auch ohne Elan, sich in gesellschaftliche Debatten einzumischen. Zum Teil betreffen diese Dinge speziell die analytische Philosophie, aber ich denke, auch da gehen die Wahrnehmungen etwas auseinander. Denn die holzschnittartige Gegenüberstellung von analytischer und nicht-analytischer Philosophie spielt heute im Fach keine große Bedeutung mehr. Vor 30 Jahren, als die GAP gegründet wurde, hat das noch eine große Rolle gespielt in der Generation meiner Lehrer. Heute ist es nicht so, dass wir in der deutschen Philosophie zwei große Lager hätten, die einander spinnefeind wären. Das Verhältnis der beiden Fachgesellschaften zueinander ist sehr gut. Man überlegt sich beim Arbeiten auch nicht ständig, traktiere ich ein Problem jetzt gerade analytisch oder tue ich das nicht. Manchmal heißt es, die stärker analytisch ausgerichteten Institute trainierten ihre Studierenden in einer ganz bestimmten Richtung. Naja, also wir achten schon darauf, dass wir keine Besinnungsaufsätze als Seminararbeiten bekommen, dass Argumente transparent gemacht werden, dass man nicht mit Begriffen um sich wirft, die man selbst nur halb verstanden hat. Vielleicht sind das im weiteren Sinn analytische Tugenden. Wir wollen auch, dass man sich Rechenschaft darüber ablegt, was man jeweils klären möchte und was man dabei voraussetzt. Der Punkt ist nur, niemand im Fach braucht diese scharfe Abgrenzung der analytischen Philosophie von der nicht-analytischen. Da beginnt die Schwierigkeit schon mit dem Finden eines passenden Kontrastbegriffs. Was ist da im Umlauf? Man unterscheidet die analytische Philosophie manchmal von der phänomenologischen, manchmal von der hermeneutischen oder auch von der kontinentalen Philosophie. Gehen wir die Dinge mal durch. Die Phänomenologie ist eine Strömung oder eine Schule. Der Hermeneutik ist eine philosophische Disziplin. Die analytische Philosophie ist beides nicht und sollte sich deswegen auch nicht in eine Gegenposition hier drängen lassen. Die Hermeneutik, ich meine Quines und Davidsons Interpretationstheorie, das ist pure Hermeneutik. Das ist eine sehr ausgenüchterte Hermeneutik, die ohne Einfühlung auskommt, aber es ist Hermeneutik. Was die Phänomenologie betrifft, in der analytischen Philosophie des Geistes und auch in der Sprachphilosophie knüpfen heute viele an Husserl an. Husserl war immerhin einer der Entdecker der Indexikalität unseres Weltbezugs. Es bleibt das krude geografische Label kontinentale Philosophie. Wenn man das recht bedenkt, ist das eine verdeckt historische Bezeichnung. Die bezieht sich darauf, dass in der Mitte des 20. Jahrhunderts in den beiden großen kontinentalen Philosophienationen, in Deutschland und Frankreich, analytische Philosophie nicht stattfand. Das lag daran, dass die Vertreter des Wiener Kreises im Exil waren und auch nicht zurückkamen, anders als etwa die Frankfurter Schule. Was auf dem Kontinent stattfand, war divers. Das war nicht nur Phänomenologie und Hermeneutik, das war auch Existenzphilosophie, das war Transzendentalphilosophie,
Philosophie, Geschichtsschreibung, kritische Theorie, Hegelforschung. Ich denke, es gibt da gar keinen einheitsstiftenden Gesichtspunkt für die kontinentale Philosophie. Und wenn ich recht sehe, ist diese Bezeichnung kontinentale Philosophie auch nur gebräuchlich als Verlegenheitsausdruck zur Abgrenzung von der analytischen Philosophie. Und wenn das so ist, dann können wir gleich dabei bleiben, die analytische Philosophie von der nicht-analytischen zu unterscheiden. Aber um es nochmal zu sagen, diese Unterscheidung hat im Fach sowohl an Bedeutung verloren als auch an Trennschärfe. Nun liest man im Feuilleton, aber auch an den Rändern unseres Faches manchmal die Diagnose, dass die Analytiker die anderen Strömungen an den Rand gedrängt hätten und eine akademische Monokultur befördern. Ich denke, dass das ganz wenige, was richtig ist, an dieser Diagnose fehlbezeichnet ist mit analytisch versus nicht analytisch. Da geht es um was anderes. Unser Fach hat in den letzten ein, zwei Jahrzehnten einen Professionalisierungsschub erfahren, auch eine Ausdifferenzierung. Das Fach ist methodenbewusster geworden, Probleme werden enger zugeschnitten und oft arbeitsteilig behandelt. Und es könnte sein, dass die analytischen Tugenden einfach ein Ausdruck dieses Professionalisierungsschubes sind. Da geht es um Standards der handwerklichen oder denkwerklichen Solidität. Und wenn man diese Standards nicht bräuchte, um etwas herauszubekommen, dann wäre gar nicht einzusehen, warum die Gesellschaft sich bezahlte Philosophen leistet. Dann könnte man ja auskommen mit medial trainierten Philosophiedarstellern. Ja, ich denke, da gibt es zwei Aspekte. Einmal wird gesagt, die analytische Philosophie ist historisch und hermeneutisch unsensibel. Es wird auch gesagt, sie interessiert sich überhaupt nicht für die Philosophiegeschichte. Ein historisch arbeitender Kollege hat mal gesagt, der durchschnittliche Philosophieprofessor bewegt sich in der Philosophiegeschichte wie ein Fallschirmjäger. Er springt über unbekanntem Gelände ab, er ballert ein bisschen herum und verschwindet wieder mit einem Zitat von Duns Scotus im Gepäck. Ich finde das gut beschrieben, ich fühle mich getroffen, so arbeiten wir manchmal. Ja, das Desinteresse. In der Tat haben einige prominente analytische Philosophen sich so geäußert. Fodor zum Beispiel, auch Quine, die haben gesagt, die Beschäftigung mit der Philosophiegeschichte ist im Grunde Zeitverschwendung. Und Gilbert Harman soll in Harvard an die Tür seines Büros den Spruch gepinnt haben, just say no to the history of philosophy. Nun ja, ich finde diese Provokation unnötig und ich versuche mal was Konstruktives zu sagen. Gegenstand der Philosophie sind nicht Doktrinen und es sind auch nicht Texte. Gegenstand der Philosophie sind philosophische Probleme. Und die Texte der Tradition behandeln systematisch arbeitende Philosophen als Dialogpartner. Wir gehen mit Kant, mit Aristoteles, mit Descartes so um wie mit Kollegen, die schon etwas länger emeritiert sind. Die können nun leider auf unsere Fragen nicht antworten, weil sie gerade tot sind. Wir haben eben nur die Texte. Was jetzt die Fallschirmjägermentalität betrifft, ich denke, das stimmt. Aber es ist wiederum nicht spezifisch für die analytische Philosophie, sondern das betrifft alle, die systematisch arbeiten. Thomas von Aquin hat geschrieben, das Studium der Philosophie ist nicht zu dem Zweck da, herauszubekommen, was die Menschen gedacht haben, sondern wie die Dinge in Wahrheit sich verhalten. Und wenn man so über Philosophie denkt, dann ist hermeneutische Gerechtigkeit kein kategorischer Imperativ der philosophischen Tätigkeit. Ist schon wichtig, aber es ist nicht das Wichtigste. Achtung, ich spreche hier nicht von böswilligem Missverstehen anderer Philosophen. Es geht hier nicht um Vorsatz, sondern um Fahrlässigkeit. Und diese Fahrlässigkeit, die hat schon Kosten. Vielleicht hatte ja Aristoteles ein bisschen andere Fragen, als ich sie habe. Und vielleicht habe ich ihm anachronistisch meine Fragen unterschoben. Da muss man sich dann gefallen lassen, sich von den echten Spezialisten belehren zu lassen. Ich nehme aus solchen Belehrungen mit, dass man die Fallschirmjägerei zumindest mit schlechtem Gewissen betreiben sollte. Ja, und unter uns zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer Bewunderung, je länger das Nachdenken sich damit beschäftigt, nämlich das Lebenswerk von Aristoteles und das Lebenswerk von Kant. Jetzt habe ich David Lewis vergessen. Also drei Dinge.
und der bestirnte Himmel und das moralische Gesetz. Also 5, mindestens. Ja, der Bernard Williams hat mal gesagt, wer die Geschichte der Philosophie nicht kennt, der erfindet das Rad neu, und zwar das Eckige. Die Analogie zu Erfindungen ist vielleicht ein bisschen schief, aber natürlich ist es immer schlecht, wichtige Dinge nicht zu kennen, wenn sie für die eigene Arbeit relevant sind. Ob diese Dinge jetzt 2000 Jahre alt sind oder sehr viel jünger. Manchmal gibt es aber auch einen echten Fortschritt in der Philosophie. Nehmen wir mal Ontologie. Der Platon kämpft im Parmenides und anderswo mit dem Rätsel des Nichtseienden, also modern gesprochen, damit das negative Existenzsätze von irgendwas handeln müssen. Aber wovon handeln sie? Damit ist Platon nicht zu Rande gekommen, weil er die begrifflichen Werkzeuge und die Unterscheidungen nicht zur Hand hatte, die man da gebraucht hätte. Da braucht es die Einsichten von, oder die Arbeiten von Frege, von Russell, von Quine, um auch nur die Struktur des Problems zu verstehen. Das war ein echter Erkenntnisfortschritt. Nun ja, auch Aufsätze von Anglisten oder von Chemikern werden fast nur von Anglisten und Chemikern gelesen. Das liegt einfach an der Textsorte Fachaufsatz. Das hat nichts mit der Frage zu tun, ob die Dinge von allgemeinem Interesse sind. Ich denke schon, dass die Fachtexte der analytischen Philosophie in der Regel nur für Kollegen und Studierende verdaulich sind und für die Leidensfähigen unter den interessierten Laien. Aber wovon in den Texten gehandelt wird, das könnten trotzdem interessante Fragen sein. Vermutlich ist es doch so, akademische Philosophinnen und Philosophen denken gründlich und diszipliniert über Fragen nach, über die Nicht-Philosophen nur gelegentlich und flüchtig nachdenken über Fragen wie: Kann meine Katze denken? Wenn wir über die Abwesenheit der akademischen Philosophie in der Öffentlichkeit sprechen, auch das ist richtig. Ich denke, dass die jüngere, analytisch sozialisierte Generation weniger präsent ist, als die Generation Habermas das war. Wir fühlen uns nicht mehr so selbstgewiss für das große Ganze zuständig. Was daran jetzt zu beklagen ist und was daran zu begrüßen ist, das scheint mir eine offene Frage zu sein. Vielleicht müssen wir etwas stärker kommunizieren, dass das Arbeiten nach professionellen Standards kein Selbstzweck ist und dass es auch nicht allein aus Karrieregründen erfolgt. Die analytischen Tugenden, die setzen wir deswegen ein, weil wir über oberflächliche Antworten hinausgelangen wollen. Natürlich ist es nicht so, dass das professionelle und gründliche Arbeiten außer akademische Relevanz erzeugen würde. Das ist natürlich nicht so. Es scheint mir aber umgekehrt so zu sein, dass es eine starke Korrelation gibt zwischen Unseriosität und Irrelevanz. Also ein assoziativer und scheinbar geistreicher Essay, der ist ja so wie ein Cheeseburger. Man ist kurz satt, aber es hält nicht vor. Bisher habe ich die Überspezialisierung ja nur als Faktum beschrieben. Ich denke, man sollte fragen, geht das auf externe Zwänge zurück? Ist das was uns von außen auferlegt wird? Das wird ja manchmal behauptet, dass es einen Druck gäbe, andere Fachkulturen zu imitieren oder sich einem Mainstream anzupassen. Da sehe ich ganz gerne mal die Belege. Also jedenfalls diejenigen, die Dauerstellen haben, können sich dann nicht hinter externen Zwängen verstecken. Wir kriegen unser Gehalt dafür, dass wir philosophische Forschung und Lehre so betreiben, wie wir das nach fachlichen Standards für richtig halten. Ich denke also, dass externe Zwänge hier nicht viel erklären. Der Trend zur Ausdifferenzierung von Forschungsfeldern scheint mir vielmehr ein immanenter Trend aller Forschung zu sein. Forschung soll ja Neues herausbekommen, und das geht in der Regel einher mit einer Ausdifferenzierung von Forschungsfragen.
Ich habe aber großes Verständnis dafür, wenn man diese Entwicklung mit einer gewissen Melancholie betrachtet. Vielleicht gibt es hier doch was Philosophie-Spezifisches. Denn wenn das so ist, dass sehr viele von uns am Ende sehr, sehr viel über sehr wenig wissen, was bleibt dann von den großen Fragen, die doch einige von uns mal dazu motiviert haben, ein Philosophiestudium aufzunehmen? Muss man sich die abschminken? Jein. Ich denke, einige Fragen muss man sich schon abschminken, nämlich die schlecht gestellten und unbeantwortbaren. Wobei mich persönlich die Frage, warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts, auch früher nicht umgetrieben hat. Bei anderen Fragen scheint es so zu sein, die muss man zerlegen, bearbeiten und am Ende die Teilantworten wieder zusammensetzen. Und auch dieses Zusammensetzen muss irgendjemand tun. Und deswegen kann in der Philosophie oder sollte wenigstens die Arbeitsteilung am Ende nicht das letzte Wort haben. Man kann sich ein Leben lang beschäftigen mit dem Getty-Problem oder mit der Semantik kontrafaktischer Konditionalsätze. Aber am Ende beziehen auch diese Projekte ihren philosophischen Sinn aus der Einbettung in größere Fragen, die schon Hume, Kant, Aristoteles umgetrieben haben. Beim Getty-Problem ist das einfach. Was ist Wissen? Bei den kontrafaktischen Konditionalen ist der Weg vielleicht ein bisschen länger, aber am Ende steht die Frage, ist die Welt alles, was der Fall ist, wie es bei Wittgenstein steht? Oder gibt es in der Welt vielleicht auch modale Tatsachen, also etwas, was Urteile darüber wahrmacht, was der Fall sein könnte oder der Fall hätte sein können? Und die Forschung dazu hat sogar außerfachliche Relevanz. Mein Beispiel ist da immer das Zugunglück in Bad Aibling. Nehmen wir das kontrafaktische Konditional. Hätte der Fahrdienstleiter nicht an seinem Handy gedaddelt, dann wäre das Zugunglück nicht geschehen. Für die Wahrheit dieses Konditionals ist der Mann ins Gefängnis gegangen. Und das Gericht legt seinem Urteil auch ein bestimmtes Verständnis davon zugrunde, was solche Konditionale wahrmacht. Da ist es, denke ich, ganz gut, wenn es Leute gibt in der Wissenschaft, die gründlich darüber nachdenken, was solche Konditionale wahrmacht. Da würde ich gern zwei Fragen unterscheiden. Einerseits, wie ist das Verhältnis der analytischen Philosophie zur Wissenschaft, zu den anderen Wissenschaften? Und ist die Philosophie vielleicht selbst eine Wissenschaft? Diese Fragen gehen manchmal durcheinander, vor allem im englischen Sprachraum, wo ja Science eine engere Bedeutung hat als Wissenschaft im Deutschen. Wenn man jetzt etwa sagt, wir müssen das Problem X mit den besten verfügbaren wissenschaftlichen Methoden behandeln, dann würde man nach dem engen Verständnis von Science an naturwissenschaftliche Methoden denken. Das liegt aber nicht im Begriff der Wissenschaft. Weil bei manchen Problemen könnten die besten verfügbaren Methoden philosophische sein. Die besten verfügbaren wissenschaftlichen Methoden. Das klingt vielleicht ein bisschen überraschend, weil wir uns halt daran gewöhnt haben, an dieses Vorurteil, unter Wissenschaft einen begrenzten Kreis von Disziplinen zu verstehen. Aber es gibt natürlich eine Menge Fragen, die sich mit naturwissenschaftlichen Methoden nicht bearbeiten lassen. Zum Beispiel die Frage, was ist Wissenschaft? Und Philosophen sind seit Sokrates ganz gut in Was-ist-Fragen. Wir sind dafür einfach besser ausgebildet als Physiker oder Hirnforscher. Ja, was das Verhältnis zu den empirischen Wissenschaften betrifft, ich denke, wie sollte das anders sein als von Wertschätzung geprägt und von Respekt? Diejenigen Stimmen, die das anders sehen, die kommen in der Regel von außerhalb der analytischen Philosophie. Bei Heidegger heißt es, die Wissenschaft denkt nicht. Und auch Adorno pflegte zu sagen, Denken ist unwissenschaftlich. Also ich bin froh, dass die Zeiten vorbei sind. Das klingt wie aus einer fernen Epoche. Ja, das Kokettieren mit der Wissenschaftsferne des tiefen Denkens, da fehlt nur noch, dass man nur auf Deutsch oder auf Griechisch denken kann. Ich denke, in der analytischen Philosophie gibt es dieses elitäre Selbstverständnis deutscher Philosophieprofessoren nicht. Die Wissenschaft denkt nicht wie Heidegger und das ist auch gut so. Am Ende wird das ein Streit um Worte sein, aber es ist ein Streit um wichtige Worte. Natürlich traktiert eine Philosophin ein Problem anders, als eine Biologin das tut. Für den Wissenschaftscharakter der Philosophie besagt das aber erstmal gar nichts.
Denn es gibt ja auch innerhalb der unkontroversen Wissenschaften große methodologische Unterschiede. Biologische Erklärungen funktionieren zum Beispiel völlig anders als physikalische Erklärungen. Ich denke nicht, dass die analytische Philosophie als solche auf eine bestimmte Auffassung darüber festgelegt ist, wie wissenschaftsähnlich unser Unternehmen ist. Ich meine, die beiden vermutlich berühmtesten analytischen Philosophen des 20. Jahrhunderts, Wittgenstein und Quine, waren darüber uneins. Wittgenstein sah die Philosophie in maximaler Distanz von den empirischen Wissenschaften. Für Quine gibt es eine Kontinuität zwischen den Naturwissenschaften und der Philosophie. Man nennt das manchmal Naturalismus und Quine tut das auch selbst. Ich denke, er hat dadurch das Missverständnis befördert, dass die analytische Philosophie ein naturalistisches Unternehmen sei. Und was dabei vergessen wird, ist, dass Quine einen ganz anderen Wissenschaftsbegriff hat als Wittgenstein, nämlich einen sehr inklusiven Wissenschaftsbegriff, wo die Logik und die Ornithologie und die Metaphysik alle Teile eines und desselben Unternehmens sind. Und die verschiedenen Wissenschaften unterscheiden sich durch den Allgemeinheitsgrad ihrer Beiträge. Die Metaphysik leistet allgemeinere Beiträge zur Pflege und zum Aufbau unseres wissenschaftlichen Wissens, als die Ornithologie das tut. Natürlich kann man Wissenschaft so definieren, dass Philosophie aus diesem Unternehmen herausfällt. Die Frage ist nur, was gewinnen wir dabei? Nach Quine ist Wissenschaft das Unternehmen der methodisch kontrollierten, systematischen, ergebnisoffenen und fehlbaren Wahrheitssuche. Ich denke, dazu trägt die Philosophie bei. Wir müssen halt hinzufügen, dass sie in eigentümlicher Weise beiträgt und dass die Standards der Wissenschaftlichkeit fachspezifische Standards der Wissenschaftlichkeit sind. Es sind halt in der Metaphysik Methoden wissenschaftlich, die es in der Ornithologie nicht sind. Und umgekehrt. Was jeweils die spezifischen Methoden sind, die eine philosophische Praxis zum Teil der Wissenschaft machen, vielleicht sind darüber analytische Philosophen und nicht analytische Philosophen uneins. Es ist allerdings nicht ganz leicht, heute noch akademische Philosophen zu finden, die sich wirklich hinstellen und sagen, dass es ihnen auf Begriffsklärung und transparente Argumentation überhaupt nicht ankommt. Also ich würde sagen, mit dem Verhältnis der Philosophie zu den Wissenschaften und zum Wissenschaftsbegriff ist es kompliziert, aber eins ist definitiv ein Mythos, nämlich dass die analytische Philosophie an der eigenen Selbstabschaffung arbeitet, indem sie versucht, in den Naturwissenschaften aufzugehen. Das stimmt einfach nicht. Der Wolfgang Spohn hat kürzlich darauf hingewiesen, dass diejenigen, die in deutschen Publikumsmedien über Philosophie schreiben, fast alle nicht analytisch sozialisiert sind. Dass sie dann ihre etwas angejahrten Vorurteile über analytische Philosophie reproduzieren. Das scheint mir ganz richtig beobachtet zu sein. Die Mythen sind hartnäckig, weil unser Fach in der Öffentlichkeit über untypische Vertreter wahrgenommen wird. Über Leute, die nicht in engem Kontakt mit der tatsächlichen Forschungspraxis stehen. Ich denke, da gibt es eine soziologische Antwort und eine philosophische. Die soziologische, ja, sie hat Gegner, nämlich die Selbsterklärten. Auch wenn da viele Mythen im Spiel sind, es sind halt sozial wirksame Mythen. Die philosophische Antwort, es gibt schon noch Unterschiede. Das merkt man nicht so bei den Sonntagsreden, das merkt man aber spätestens bei der Einschätzung von bestimmten Texten oder auch Philosophen. Wir bekommen ja manchmal Texte zu lesen, bei denen ist es ganz sicher, das ist keine analytische Philosophie. Ich muss da immer an die Sortise von Lichtenberg denken, der über einen deutschen Mystiker geschrieben hat, die unsterblichen Werke des Jakob Böhme sind wie ein Picknick, wo der Verfasser die Worte stellt und der Leser den Sinn.
Wo wir schon bei der polemischen Zuspitzung sind. Die analytische Philosophie ist in jedem Fall entgegengesetzt dem Geschwurbel und dem Geraune. Klarheit zu gewinnen über die Struktur eines Problems und über das, was man selbst gerade sagen möchte, das ist eine Kardinaltugend. Nun sind Geschwurbel und Geraune derart pejorative Ausdrücke, dass kein nicht-analytischer Philosoph sie verwenden würde zur Selbstkennzeichnung. Deswegen denke ich, dass man den verbleibenden Dissens am besten so beschreiben sollte. Die Leute sind nicht darüber einig, wo das Geschwurbel anfängt und aufhört. Ich meine, nehmen wir mal einen Satz wie: Der Platz ist das je bestimmte Da und Dort des Hingehören eines Zeugs. Der Autor, dessen Name mir gerade entfallen ist, hätte auch sagen können: Jedes Ding hat seinen Platz. Aber dann wäre die Banalität zu offensichtlich gewesen und es hätte nicht so bedeutungsschwer geklungen. Da gibt es schon was, was mich in etlichen Texten stört, nämlich wenn die Regeln aus unseren Schreibkursen zu sklavisch befolgt werden. Ich denke an den Rat, alle Argumente und alle Voraussetzungen explizit zu machen. Das ist sicher ein sehr guter Rat für Studierende, aber man kann diese Forderung auch übererfüllen. Es gibt einen Grad von Überexplizitheit in manchen Aufsätzen der analytischen Philosophie, wo etwas erklärt wird, was der Leser schon längst verstanden hat und wo auch der Text dadurch stilistisch sehr, sehr schwerfällig wird. Ich bewege mich hier auf sehr dünnem Eis. Allgemein sind natürlich Kleinschrittigkeit und das Explizieren der Schritte Tugenden, aber es scheinen mir Definitionen philosophischer Qualität, die Aristoteles und Kant zu schlechten Philosophen machen, die scheinen mir doch unplausibel zu sein. Es gibt eben neben den analytischen Tugenden auch noch andere. Es gibt synthetische Tugenden. Vielleicht lassen sich die Tugenden gar nicht alle in eine gemeinsame Skala eintragen. Ich denke an Dinge wie Originalität, Umsicht, ja, synthetische Kraft, vielleicht auch eine halbwegs lesbare Wissenschaftsprosa zu schreiben, um von stilistischer Eleganz nicht zu sprechen. Ich denke, es gibt niemanden von uns, der in allem gleich gut ist. David Lewis ist schon relativ nah dran. Aber mir scheint es eine offene Frage zu sein, wie die vielfältigen philosophischen Tugenden zu gewichten und zu verrechnen sind. Ein Gegenbegriff zu analytisch ist synthetisch. Neben den analytischen Tugenden gibt es solche, die zielen auf die Integration philosophischen Wissens. Mir scheint es wichtig, dass es im Fach auch dafür einen Ort gibt. Ein bisschen spreche ich damit auch in eigener Sache, auch in meinem Koordinatensystem trumpfen die analytischen Tugenden nicht immer alle anderen. Wenn man ein paar Jahre dabei ist, dann entwickelt man seinen individuellen Mix und man hofft, dass man in der Zunft damit durchkommt.